Wer Infos über die Stadt Duisburg sucht, der findet nicht nur auf der Internetseite der Stadt Informationen, sondern inzwischen sogar auf Seiten wie Twitter. Die Welt des Internets und der Netzportale breitet sich immer weiter aus. Auf Seiten wie YouTube, Facebook oder Google sind Online-Videos zum Standard geworden. Auch immer mehr Firmen nutzen Online-Videos, um so zum Beispiel Kunden anzusprechen oder Werbung für ihr Unternehmen zu machen. In Zukunft wird es so sein, dass man sagt, wie, Sie haben kein Video, gibt es Sie wirklich? Also so ein bisschen so wie mit der Webseite, Sie haben gar keine Homepage, das Unternehmen nimmt man dann schon gar nicht mehr ernst. Auf einer Infoveranstaltung der Industrie- und Handelskammer konnten sich Unternehmen informieren, wie sie selbst Videos produzieren können. Mehrere Referenten zeigten anhand von Beispielen, wie eine Videopräsenz im Netz aussehen kann. Dr. Robert Biermann von der Firma WebEffect AG sieht für Unternehmen viele Vorteile. Das persönliche Gespräch oder der Besuch vor Ort bei einem Händler oder in einem Unternehmen, das Betrachten einer Logistikstätte, all das ist ja sehr glaubwürdig, aber ich kann nun mal in der Regel gar nicht vor Ort sein. Und als anbietendes Unternehmen habe ich mit einem Video die Chance, mich konzeptionell sozusagen zwischen dem persönlichen Gespräch und einem geschriebenen Text zu setzen. Ich zeige mich mit meinen Produkten und Möglichkeiten. Für viele Unternehmen war das Thema Videomarketing bisher ein unbekanntes Feld. Damals war Suchmaschinenmarketing total neu. Es ist ganz analog jetzt mit dem Videomarketing. Es ist eine große Unbekannte und deshalb war diese Veranstaltung auch so wichtig, weil sie diese grundlegenden Informationen und Möglichkeiten dargestellt hat. Internet und Fernsehen wachsen immer mehr zusammen. So wächst auch das Interesse von Unternehmen an der Vermarktung im Netz. Sobald der Erste anfängt, die Beobachtung haben wir in der Vergangenheit zumindest gemacht, dann zieht der Zweite schnell nach. Also in Deutschland ist man vielleicht nicht so gerne der Erste, der was macht, aber wenn die anderen es machen, ja, dann macht man es auch. Videomarketing, für viele Firmen bisher scheinbar ein Fremdwort. Durch die Infoveranstaltung der IHK konnte zumindest einem Teil von Unternehmen das Thema näher gebracht werden.